Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Chapter 1 mit dem heutigen Fall der Eiserne Sarg. Tod im Tresor. Ein mitgehörtes Gespräch weckte meine Neugierde. Basilio Coppello, Inhaber der bekannten Sicherheitsfirma Amor Coppello, wurde festgenommen. Er befindet sich in einer misslichen Lage, da in seinem Firmengebäude eine Leiche in einem Tresor gefunden wurde. Basilio Coppello beteuert seine Unschuld, aber die Faktenlage spricht gegen ihn. Er wird in einer Zelle der Polizeiwache festgehalten. Polizeispielerei. John schlug vor, ich sollte doch Polizist werden oder zumindest vorgeben, einer zu sein. Jedenfalls sollte keiner der Verdächtigen wissen, dass ich kein Polizist bin. Okay. Das heißt, wir werden den ganzen Tag als Polizist rumlaufen. Das kriegen wir hin. Ich habe sogar die hier, damit bin ich Oberpolizist, ne? Schnäuzelbart. Kommen wir da noch einen Ticken höher? Nein, ne? So. John, hast du auch irgendwas? Nein, ne? Nichts Gutes. Johns Lieblingsanzug. So, dann wollen wir mal zur Polizeiwache. Dort ist es. Auch mein Auge juckt. Hier sind die Gefängniszellen. Warum ist hier denn nirgendwo jemand? Hier ist schon mal eine andere Zelle. Da bin ich, glaube ich, vorher nicht reingekommen, ne? What the flick? Excuse me, are you Mr. Coppello? My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to talk. Manners, what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. Ich bin ein guter Polizist. You're a suspect, sir, but not yet a criminal. I shan't treat you as such. Your case is refreshingly unusual, and I wish to get to the bottom of it. Manners and enthusiasm. Huh. May you go far, young man. What can I help you with? Erstmal schauen wir dich an. Du hast eine Nase. Fokussierter Blick. Geschäftsmann. Saubere Kleidung. Die Hose passt da nicht so schön zu, finde ich. Wobei, geht eigentlich. Schlägerei. Frische Verletzungen. Wahrscheinlich vor der Schlägerei. Oder weil er wütend und gegen die Hand gehauen hat. Ist verheiratet. Pragmatisch, impulsiv. Basilio Coppello ist Inhaber der renommierten Firma Amor Coppello, die auf Cordona, Tresore und andere Sicherheitsprodukte verkauft. Derzeit sitzt er als Hauptverdächtiger im Mord von Niccolo Detti im Gefängnis der Polizeiwache. Basilio Coppello ist Anfang 40. Er ist ein pragmatischer Mensch, bei dem die Arbeit und Prinzipientreue an erster Stelle steht. Obwohl er als Mordverdächtiger im Gefängnis sitzt, wirkt er ruhig und fokussiert. Er hat Blutergüsse an der Hand, womöglich musste er sich vor kurzem zur Wehr setzen. Die Familie bedeutet ihm sehr viel.
Das haben wir, bla bla bla. Er legt großen Wert darauf, modern und modisch gekleidet zu sein. Augenscheinlich will er nicht seinen Frust über seinen Gefängnisaufenthalt zeigen, könnte aber durchaus zu Gewaltausbrüchen neigen. Er hat Blutergüsse an der Hand, womöglich die Folgen eines Kampfes. Die Familie ist ihm sehr wichtig. Er legt großen Wert darauf, modisch gekleidet zu sein. Beides könnte gut sein. Folgen eines Kampfes. Ja, das kann gut sein. Er könnte sich aber auch gewehrt haben. Er hat einen fokussierten Blick. Was hat mehr Punkte? Die Kleidung, Ehering. Familie sind sehr wichtig. Das ist bei beidem. Er hat Blutergüsse an der Hand. Vermutlich musste er sich vor kurzem zur Wehr setzen. Obwohl er einen verdächtigen Gefängnis sitzt, wirkt er ruhig und fokussiert. Blablabla, Sicherheitsforschung, blablabla. Augenscheinlich will er nicht seine Frust über seinen Gefängnisaufenthalt zeigen, könnte aber durchaus zu Gewaltausbrüchen neigen. Ich glaube, der ist pragmatisch. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. Much how you endure that injured hand. Those bruises look painful, but you seem barely aware of it. Were you attacked? Ah, no. A minor accident, nothing more. My heady days as a man out to prove his valor are far behind me. I now know that to succeed in life, one must stay calm and plan ahead. The world will turn your way eventually. And if it does not, then one must persuade it so. Erzählen Sie mir von Anfang an. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Coppello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man. And I take it this wasn't normal. No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seemed so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent for the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. Wer waren diese Kunden? You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assumed the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Coppello invention. A coffin that locks itself. Marvelous indeed. Wann trafen die Kunden gestern ein? Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed? Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes a dozen times a day for a dozen years. I do not recall. Kannten Sie das Opfer? You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met and never would. Unless he became the first detty in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Gordona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the Dettis tried to ruin our family business. They nearly succeeded. The Capellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story. Or it was.
I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. Beschreiben Sie mir den Einbruch. I'd like to inquire about the burglary. I'm not sure I see the connection, but if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman. He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. Ich habe genügend Informationen. Well, Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Thank you. I will endeavor to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, little else I can do. Oh, vernünftiger Mann. Der ist unschuldig. So, wo haben wir denn die Lady? Führe den Fall relevant Person nachweisen, bla 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 bla. Wo ist denn die Lady? Ist sie auf der Zelle nebenan? Ist wahrscheinlich oben, schätze ich mal. Ich gehe mal gucken, was wir hier in die Richtung haben noch. Komme ich nicht durch. Ich habe mit niemandem sprechen, ne? Das heißt, meine Mission ist nur der Night Watcher. Mrs. Capello, please wait in the office. The inspector will be here soon. It's the perfect time to investigate. You must be the inspector. Would you be Augusta Capello? Must I really repeat myself to every baby-faced man in uniform that strides in? Forgive me, I am not the inspector, but I am working on your husband's case. Then I have nothing to say to you. Come back with the inspector in charge so that we may dispense with the endless repetition. Dumme Kuh. Hier auch so einen störrischen Blick. Nahe vor kurzem lautonom. Was ist denn lautonom? Schön gekleidet, eine Brosche. Abschiedsgeschenk 1875, okay. Verheiratet. Spuren nervöser Herumspielens, okay. Emotionaler Mensch. Augusta Capello ist die Gattin des tatverdächtigen Basilio Capello. Sie ist Ende 20, war früher Musikerin und arbeitet jetzt in der Firma ihres Gattins. Sie spielt aufgrund ihres ratlosen Charakters nervös mit ihrem Ehering herum. Sie nahm vor kurzem Laudum ein und greift möglicherweise regelmäßig zu diesem Beruhigungsmittel. Sie ist ein nervöser Mensch, emotionaler Mensch. Sie spielt aufgeregt mit ihrem Stresssituation, nervös mit ihrem Ehering rum. Whilst I prefer German composers, the harp solo from Lucia di Lammermoor stands out as one of Donizetti's finest contributions to the form. I'm sure Basilio thought the same. He did. How? Did he tell you how we met? Oh, there was no need. It is trivial to observe how much you value your memories of playing harp in the orchestra, and even an amateur Italian harpist would be familiar with Donizetti's finest work. Yes. Music is a balm in these uncertain times. It is nice to meet another who appreciates it. Much as I appreciate the truth. Please, Mrs. Capello, let me help you and your husband. I am not unappreciative, sir. But I'm afraid I presently lack the strength. Erzählen Sie mir vom Einbruch. Basilio tells me you were present during the burglary yesterday. What can you tell me about it? Oh, it gave me such a fright. I fainted, fell to the floor. I wish I could help you, but I'm just utterly useless. Please, I want to rest before the inspector arrives. Kannten Sie das Opfer? Ich komme später wieder. Ich sollte nicht so aufdringlich sein. You've had quite the day, Mrs. Capello. I shall leave you be.
If I have further questions, I may visit again later. Die scheint ganz ordentlich zu sein. Im Gegensatz zu Musikern, wie die heutzutage sind. Denn Leute, die im Chor spielen, sind 90% absolute Mega-Asis. So. Wo ist denn die Karte? Gestern. Das ist genau der Zeitpunkt. Wo ist denn für den Fall relevante Person, der nicht im Firmengebäude, Armorkörper in der Adel östlich der St. Clemens Kathedrale in Scaladio. St. Clemens. Adel. Adler Street, das heißt hier in der Richtung. Links, rechts, links. Links, rechts. Und dann, was macht ihr denn da? Und dann einfach hier langlaufen. Oh wei, oh wei. Aber da Amo AC Coppello, schönes Schild, gefällt mir. Hier ist eigentlich relativ einbruchsicher, wenn ich mir das anschaue mit den Scheiben und den Drahtdingern, mit den Gitterstäben. Hello there. Hello. Sind Sie Billy Lloyd? Ill-fitting pants, wonky nose, and hair that appears to have been cut by your own hand. You must be Billy Lloyd. Oh, it's you! I knew you'd come. You did? You're Mirko Gallia, the best investigative journalist on Cordona. I'm a fan of your work. Alas, you're mistaken. The name is Sherlock Holmes, and your employer... Oh, of course. Discretion. I'm sorry. I doubt the policeman upstairs heard me, though, so your secret is safe with me, Sherlock. Sie haben den Einbruch gesehen, den Einbrecher. Mr. Capello told me you were present during the burglary and scared the criminal off the property. Yeah, you should have seen it. As soon as the burglar saw me, they went white as death. Ran out the back door of the office. I heard a thud and cat shrieks, so I think they went over the railing and into the bushes out back. Clearly, my reputation precedes me. Mr. Capello was so proud. You're a guard, but you didn't give chase. Well, by the time I made it outside, they were miles away. So I went back to help Mrs. Capello. That kind of gentlemanly courtesy is why I'm so well regarded round these parts. Wie sah der Einbrecher aus? Wann geschah der Einbruch? What did the thief look like? Shorter than me, mid-20s, a huge scar across the right cheek going from the eye, short hair. She didn't look like a ghost, too corporeal. Hold on, she? You didn't think to mention the burglar was a woman? Why did you assume it was a man? It's the 19th century, sir. Ambitious young women are out there pursuing a career. And I, for one, encourage it. Yes, yes, spare me the sermon. Typisch Frauen. When did the burglary happen? Oh, after 10 in the evening. I was just talking to Mrs. Capello. Does she normally work this late? No, it's the first time it happened. Usually I'm alone at night. I was explaining to Mrs. Capello how drinking water every 3 hours can help with digestion. When she excused herself and went back upstairs. Then there was a scream, and I ran up to the office, and... I know what happened next, thank you. What about last evening? Do you have any more details about the break-in? Of course. I write down everything that happens during my watch. Take a look. Fastidious in its mundanity, but I will make of it what I can. Ich muss mich im Büro umschauen. I must go and inspect the crime scene. If I have further questions, Mr. Lloyd, I will find you. Oh, don't worry. I won't be able to keep away. Right. The best on the market. You can wallop them, you can burn them. Nothing will work. I bet he tested that himself. They sell door locks, padlocks. No Sherlocks, though. Probably for the best. Imagine dealing with two of you. Ugh. Strength, security, peace of mind. Tacky. Well, you know, that's your opinion, good sir.
Toilette, okay. Sonst haben wir keinen Eingang. Viele Schatten von Türen. Gefällt mir. Stärke und Haltbarkeit. Was war das denn, nachdem man Fotos gemacht? Wouldn't want to be in his shoes. I'm a bit claustrophobic. Kannst sogar auf einem Seil sitzen. So, scheinbar hat er versucht rauszukommen. Blood on the safe door could have been left by the victim. Auf jeden Fall sind dort viele Kratzer. Er hat versucht, von ihnen zu öffnen. Bruises, torn nails, bleeding was severe and continued at length. Ich gehe davon aus, dass er lebendig drin eingesperrt worden ist, versucht hat rauszukommen, mit Kratzen sich dabei die Fingernägel aufgerissen hat. Clear indications of blunt trauma, possibly inflicted before the victim was in the safe. Wahrscheinlich ohnmächtig gehauen worden. Was hat er denn am Mund? Bulging veins, cyanosis, bloodshot eyes, odd foaming in the mouth. Ja, Panik wahrscheinlich, ne? Clothes are not fully buttoned. Was the victim dressing or undressing? What a rotten way to die. Yeah, what a shame. Es könnte sein, dass er Sauerstoffmangel bekommen hat und deswegen das Oberteil geöffnet hat, die Knöpfe aufgerissen hat. Wo kommst du denn her? Den Gesichtsausdruck aus der und der Hautfarbe nach zu urteilen. Er scheint ein Ertrinkungstod am wahrscheinlichsten, am Mund des Toten im Schaum zu erkennen. Der Tod hat Blutergüsse auf den Händen. Was ist hier gerade los? Und eingerissene Fingernägel. Beides scheint nicht auf eine Fremdeinwirkung zurückzuführen zu sein. An der Tresortür befinden sich Blut und leicht Kratzspuren sind zu erkennen, die vom Toten verursacht worden sein können. Anzeichen eines stumpfen Traumas auf der linken Seite des Kopfes, wobei nicht festgestellt ist, ob das stumpfe Trauma im Tresor oder bereits davor verursacht wurde. Die Kleidung des Toten ist nicht vollständig zugeknüpft. Schauen wir uns mal den Schaum an. Entweder... Was ist das denn? Oh, das muss ich benutzen. Höchst interessant. Das heißt, das addet mir überall einen zu. Das heißt, ich muss eher auf minus 6 gehen, nicht wahr? Das heißt, wir multiplizieren dich. Dann tauschen wir dich um. Dann kommen wir auf die 2 und auf minus 3. Das tauschen wir auch um. Minus 6, minus... Beautiful, easy game. Der Schaum am Mund rührt von einer leichten Alkoholvergiftung her, höchstwahrscheinlich durch den Konsum von Wein. Okay, das heißt, er wurde vorher besoffen gemacht. Die komische Troller-Lady. Warte mal, was ist denn? Warte mal. That's about all of you I can take. Ich würde mich erstmal gerne hier noch umschauen. Was ist denn hier noch drin? Hier hat sie wahrscheinlich gesessen und gearbeitet. Great presentation from the famous Italian Orchestra. Orchestra dell'Accademia Nesolation. Di Santo bla bla bla. Was haben wir denn da? List of performers. A concert program from 7 years ago. An Augusta La Duccia is listed as a harpist in the orchestra. Wait, what?
Das ist viel zu klar, das kann auch keiner so lesen. Blumen, das heißt, das ist auf jeden Fall ihr Platz. Jetzt gelesen, Kurzbrille bzw. Lesebrille. Da sind noch zwei Tickets. Two theater tickets for Shakespeare's Othello. The performance is tomorrow. I have to respect the classics. Was ist das denn? Berechnung? Mr. Capellos Nachricht an Augusta. Augusta, leider fehlt mir heute die Zeit für ein persönliches Gespräch, da ich einen wichtigen Kundentermin habe. Nichtsdestotrotz mache ich mir wirklich Sorgen, weil du immer zu solchen späten Stunden arbeitest. Du scheinst das gerne zu tun. Der wollte ich es bisher nicht ansprechen, aber nun denke ich, dass wir uns einmal darüber unterhalten sollten. Vielleicht finden wir eine Kompromisslösung. Basile, okay. Hatten die sich in letzter Zeit gestritten? Schlüssel. Den nehme ich mal an mich. Basilio Coppellos Terminplaner. In Basilio Coppellos Terminplaner sind dessen Termine für die nächsten Wochen aufgeführt. Einige der letzten Einträge sind interessant. So traf Mr. Coppello zum Beispiel vor einigen Wochen einen Detektiv. Zudem sind zwei Tage mit dem Kommandanten der Tresor versehen. Zwei Tage mit dem Kommentar der Tresor versehen. Und zwar der gestrige und der heutige Tag. Okay. Ein Detektiv, ich glaube. Ich glaube, er hat gedacht, dass seine Frau ihn betrogen hat. Deswegen hat sie nämlich auch zwei Tickets, aber wahrscheinlich nicht für den Mann. Brief des Familienanwalts. Signor Coppello, wie ich erfuhr, wird Nicole Detti bald wieder nach Cordona ziehen. Wir wissen nicht, was das für die Zukunft der Familie Detti bedeutet, aber zumindest Horacio scheint im Ruhm zu bleiben. Ich möchte Ihnen hiermit im Interesse der gesamten Familie dringend raten, jeglichen Kontakt zu Nicolo Detti zu vermeiden. Natürlich besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass Sie sogar im Fall einer provokanten Haltung bewahren würden. Aber wir wissen nun einmal nicht, was die Detti vorhaben. Seien Sie auf der Hut und setzen Sie nicht den guten Ruf Ihrer Familie aufs Spiel. In Bocco al Lupo, Naldi Cilani. Wer ist das? Irgendwas gestempelt. Nase. Erbe der Familie Detti wieder in der Heimat. Nicolo Detti, einer der Erben der Familienpremiums. Der Detti ist auf der Insel Cordona zurückgekehrt, nachdem er 12 Jahre lang auf dem Festland studiert und gearbeitet hat. Zur selben Zeit ist Osazi Detti nach Italien aufgebrochen, was darauf hindeutet, dass Nicola die Familiengeschäfte in Cordona übernehmen wird. Wir werden sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten und Basilio Coppello um einen Stellungnahme bitten. Bereits seit über 200 Jahren sind die Coppellos und die Dettis verfeindet. Auch wenn es in den letzten Jahrzehnten ruhig um die Familienfehde wurde, so erinnert sich dennoch manch einer an die Zeit, als sich Gonzalo Detti und Vitalio Coppello gegenseitig das Leben schwer machten. Wir hoffen, dass der Frieden dank Niccolo Dettis jugendlicher Aufgeschlossenheit und Basilio Coppellos unaufgeregtem Geschäftsgebaren gewahrt werden kann. Well organized workplace? Mr. Coppello is the best. Okay, this chap is seriously creepy. Mir auch. I swear I just saw a lion out there. On the railing. Don't forget about the cats in the bushes, Sherry. Okay.
Der soll hier irgendwo runtergehüpft sein, nicht wahr? Okay, was haben wir denn hier? Einbruch bei Amor Coppello. Wir haben die Schlüssel. Was haben wir denn hier noch? Das ist fein. The bottle is half empty. A wine, well enjoyed. Das ist das zweite Glas. Recently used, but why would it be here? Weil man es versteckt hat. Oh, why do I get the worst jobs?